Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer ihr dieses Video sehen mögt. Heute melde ich mich in einem anderen Format als sonst. Das hat die Bewandtnis, dass ich euch einmal den Schönheitstipp der anderen Art mit euch teilen möchte. Und zwar geht es um Haltung und Ausstrahlung. Ich habe keine medizinische, anatomische, dergleichen Ausbildung absolviert, bin aber als Tanzlehrerin unterwegs und versuche auch hier das Augenmerk auf Haltung zu legen. Zum einen, weil es für den Körper gesünder ist, eine gute Haltung einzunehmen. Zum anderen aber auch, weil ich damit nach außen schöner wirken kann. Das kann natürlich auch andere Haltungen können auch natürlich bevorzugt sein. Alles kann, nichts muss, sage ich da immer. Und es euch quasi auch nach innen hinein beeinflussen kann, wenn ihr euch anders hinstellt. So, womit fange ich an? Ich fange an mit den Schultern, weil ich das ganz oft sehe. Und zwar sehe ich ganz oft, dass die Frauen die Schultern so nach vorne sinken lassen. Damit einher geht ganz oft so, dass man so ein bisschen den Kopf nach vorne sacken lässt. Und das vor allen Dingen, wenn ich zum Beispiel am Schreibtisch sitze und arbeite, dann neigt man ganz viel dazu, so einzusacken. Und das ist weder für den Rücken gut, noch für eure Haltung, noch arbeitet es für euch auf lange Zeit gesehen, auf lange Sicht gesehen, weil dann irgendwann sieht man dann so die buckligen Menschen. Ich sage jetzt nicht, dass es Bucklige kommt von der schlechten Haltung allein, aber ihr arbeitet darauf hin, auf lange Sicht gesehen. Okay, also was mache ich, um dem entgegenzuwirken? Versucht euch aktiv daran zu erinnern, wie ihr dasteht. Und zwar korrigiert euch dann in den Schultern. Das heißt, die Schultern öffnen sich. Imaginär, als ob jemand von euch von hinten greift, weil das möchte ich nämlich besonders gerne machen oft. Jemand greift euch hier an den Schultern und zieht so die Schulterblattspitzen nach hinten unten. Also es muss nicht überdehnt sein, aber fühlt euch aufgerichtet. So, ihr habt eine stolze Brust, die ihr nach vorne öffnen könnt. Und das tut sowohl, wie gesagt, eurem Rücken gut, als auch eure Haltung nach innen. Das Brustbein, wenn es quasi sich nach vorne öffnet, stolz zeigt, damit ist auf jeden Fall eine offene Haltung erreicht. Dann auch der Kopf, also es geht nicht darum, den Kopf noch in den Nacken zu werfen, aber schaut auch, dass der Kopf locker oben aufsitzt und nicht nach vorne wegsackt, einfach um die gerade Haltung weiter zu unterstützen. Als nächstes habe ich hier noch Hüfte und Bauch, die ich besprechen möchte. Einmal zum Beispiel sehe ich ganz oft, dass Frauen die Hüfte nach vorne kippen lassen, so ins Hohlkreuz rein. Absatzschuhe sind natürlich ein ganz großer Spieler an dem Ganzen, also die spielen eine große Rolle. Wenn ich Absatzschuhe trage, drücke ich automatisch meine Hüfte so ein bisschen ins Hohlkreuz und nichts gegen Absatzschuhe, ihr sollt die weiterhin tragen, aber gerade wenn ihr das oft macht, kontrolliert eure Hüfte, schaut nochmal, ist die Hüfte aufgerichtet, weil das macht auch gleichzeitig einen flachen Bauch und den wollen die meisten Frauen in der Regel haben. Wenn ich die Hüfte aufrichte, haben die Organe, die sich in meinem Bauch befinden, die Möglichkeit, wieder sich über die Deckenschale zu sammeln und hier eine Einheit zu bilden. Der untere Rücken ist auf Dauer gesehen besser unterstützt mit einem aufgerichteten Becken. Das heißt, hier vielleicht nicht ganz so schnell Rückenschmerzen, die sich einstellen könnten. Wenn ihr es richtig macht, müsstet ihr auf Dauer hier unten, also zwischen dem Nabel und dem Schambein, eine Spannung spüren, beziehungsweise die Muskeln, die werden hier ganz selten beansprucht und deswegen sind die auch meistens etwas zu schwach. Macht gerne Sport, Sachen, die für euren Rücken gut sind, unterstützt den Rücken. Ich habe ganz viele Leute in meinem Umkreis, die Rückenschmerzen haben. Ich tanze, mache Yoga, ist jetzt nicht the one and only, also nicht der einzige wahre Weg, sag ich jetzt mal, aber Sport unterstützt und wird euch auf jeden Fall helfen, auf lange Sicht gesehen, auch wenn ihr ein bisschen älter seid, noch einen gesunden Rücken zu haben, beziehungsweise wenig an Rückenschmerzen zu leiden. Also Becken aufrichten, also hier, ich kann es ja kippen, ne? Also nach oben aufrichten, Bauch wird automatisch flach. Und das Schöne ist, wenn ich das Becken gut ausgerichtet habe, dann richtet sich auch der Rest des Körpers danach aus. Das heißt, das Becken ist aufgerichtet, das kann die Wirbelsäule umso leichter tragen, umso leichter kriege ich meine Schultern gerade gezogen. Nach unten hin, was ich auch noch oft sehe, ist bei Frauen ganz gerne, ganz oft gesehen, man kann es nicht hundertprozentig sehen, ich gehe irgendwann mal einen Schritt zurück, dass oft die Knie so ein bisschen nach innen rutschen. Beim Laufen, beim Stehen,
beim Sitzen und so weiter. Ich mache es auch gerne, es ist bequem, ne? Wenn ich so sitze, die Knie nach innen fallen lassen. Auf Dauer macht es einen Hallux. Hallux ist so ein Hammerzehen, das sieht man bei, ja, natürlich bei älteren Semestern von Frauen ganz oft, auch, aber auch bei Männern habe ich das gesehen, dass so der Zeh sich so ein bisschen nach außen, der große Zeh sich nach außen wegknickt auf Dauer, weil wenn ich immer so schief abrolle, dann ja, arbeite ich auf den, auf dieses Gelenk, wo der große Zeh ansetzt, an dieses Wurzelgelenk von dem Zeh. Und dann irgendwann gibt der nach und geht zur Seite weg. Mit dem heutigen Schuhwerk, das wir haben, ist auch oft das, das Fußgewölbe untertrainiert. Also die Fußmuskulatur braucht mehr Unterstützung und ist schwächer, als eigentlich gut wäre. Also wenn ihr Übungen habt für Füße, wenn ihr tanzt, wenn ihr Pilates macht, Yoga macht und so weiter. Ich habe gemerkt, dass ich auch nicht so schnell Fußschmerzen kriege mit gut trainierten Füßen. Und ein positiver Effekt, die Schuhgröße ist vielleicht etwas kleiner, wenn ihr gut trainierte Füße habt. Das habe ich bei einer Spiraldynamikerin gelernt. Die hat nämlich eine Schuhgröße, als sie mir erzählt hat, sie abgenommen, seitdem sie mit ihren Kunden Fußübungen macht. So. Also das Becken ist aufgerichtet und automatisch neigt dann dazu, nämlich auch das Bein sich auszurichten, gerade weg vom Körper. Wenn ihr steht, bitte, bitte nicht die Knie bis in den Anschlag drücken. Das ist nicht gut für die Kniegelenke, auch nicht gut für die, den Rest des Körpers, weil sich das ja dann auch alles so, wenn ich das so mache, dann seht ihr schon, was passiert. Der Bauch kommt nach vorne, das Becken kippt nach vorne weg. Also Knie leicht angebeugt lassen. Wenn ihr lauft, darauf achten, dass ihr die Füße gerade setzt. Vielleicht Übungen machen, wo ich quasi nach außen hin das Knie dehne. Das ist auch für mich eine Baustelle. Auch ich neige dazu, mit meinem rechten Knie nach innen zu sacken. Also gerade aufrichten, Becken aufrichten, Knie über die Füße ausrichten, möglichst nicht nach innen sacken lassen. Und dann stolzen Hauptes, stolzer Brust erhobenen Hauptes, so heißt es, durchs Leben schreiten und auch beim Sitzen. Achtet darauf, dass ihr nicht unbedingt immer so nach hinten sackt, sondern auch hilft es sehr, in meinen Augen, wenn ihr euch so vorne auf die Kante der Sitzfläche setzt. Und damit habt ihr nämlich auch mehr Möglichkeiten, beim Becken die Aufrichtung beizubehalten. So, viele Informationen in wenigen Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Ja, achtet einfach mal das nächste Mal, wenn ihr auf den Bus oder die Bahn wartet oder irgendwo einfach nur rumsteht, darauf, wie ihr dasteht und korrigiert euch. Also es wird wirklich viel, viel für eure Ausstrahlung tun und euer Körper wird es euch auf Dauer auch danken. Also das war's von meiner Seite und dann bis zum nächsten Mal.